Lösungsorientiert, flexibel und engagiert. So lässt sich Brigitte Stubner, die erste weibliche Verkehrsmeisterin Salzburgs, wohl am besten beschreiben. Seit Dezember 2019 leitet sie ein Team von rund 50 Obuslenkern und kümmert sich mit vollem Einsatz um jedes Problem. Als Verkehrsmeisterin ist natürlich das Wichtigste die Aufrechterhaltung des Linienbetriebes. Wenn Störungen vorkommen, egal ob Veranstaltungen, Demonstrationen, Verkehrsunfälle oder auch Fanmärsche, wie es oft bei den Fußballspielen vorkommt, Behilfe bei Pannen, bei unseren Fahrern, wenn irgendwelche Probleme auftreten. Ich bin 10 Jahre jetzt als Obuslenkerin tätig gewesen, habe da auch schon beobachtet, was die Verkehrsmeister für Arbeit haben. Und als vor 2 Jahren dann die Stelle ausgeschrieben wurde, habe ich mich spontan beworben. In einem Job, der vorwiegend von Männern ausgeübt wird, ist manchmal auch Durchsetzungskraft gefragt. Ah ja, ich denke, Durchsetzungskraft ist auch wichtig, aber vor allem, man muss sich den Respekt erarbeiten. In der Obusleitstelle angekommen, verschafft sich Brigitte Stubner erstmal einen Überblick über die aktuelle Situation. Also das Erste ist natürlich einmal informieren, was gibt es Neues, weil jeder Tag ist bei uns anders. Gibt es irgendwelche neuen Baustellen, Bereiche, Veranstaltungen oder dergleichen? Dann wird einmal in der Früh, vor allem bei der Ausfahrt, die ersten Busse Hilfestellung geleistet, wenn irgendwelche Probleme auftreten, dass der Bus irgendwelche Defekte aufweist. Und dann geht es natürlich raus auf die Straße. Mobiler Dienst, bitte melden. MBL, bitteschön. Okay. Wir haben beim Opus 388 eine Fahrzeugstörung, beziehungsweise der mittlere Entwerter ist defekt. Bitte fahren wir da einmal hin und schauen nach und reparieren es. Danke. Okay, mache ich, danke schön. Man kann nichts vorplanen, man muss flexibel sein, jede Situation ist anders. So auch heute. In der Alpenstraße steht die Verkehrsmeisterin plötzlich im Stau. Ein Überkopfwegweiser droht auf die Straße zu fallen. Alle Fahrspuren sind gesperrt. Brigitte informiert sofort die Leitstelle. Und da ist jetzt gerade die Feuerwehr dort und montiert das auf. Also es wird eine Zeit dauern, bis wir da wieder vorbeikommen. Okay, also wir können nicht einmal auf Bucken rauffahren. Die Verkehrsmeisterin verschafft sich einen Überblick und stoppt gemeinsam mit der Polizei den Verkehr, damit die Obuslenker in der vielbefahrenen Alpenstraße wenden können. Denn hier geht's vorerst nicht voran und die Busse müssen ihren Fahrplan einhalten. Das Regeln des Verkehrs ist Fahr- und Verkehrsmeistern als geprüften Straßenaufsichtsorganen offiziell erlaubt. Problem gelöst. Brigitte steigt wieder in ihren Einsatzwagen und wartet auf den nächsten Kollegen, der Hilfe braucht. Bei den Einsätzen ist immer höchste Konzentration gefragt. Ich liebe den Job, weil eben nicht im Vorhinein die Aufgabe bekannt ist. Man muss sich individuell auf jede Situation einstellen, man muss flexibel sein und es wird nie langweilig. Aus der Ruhe bringt Brigitte Stubner so schnell nichts. Fit hält sie sich mit Trailrunning und Radmarathons. So hat sie immer einen klaren Kopf, um für ihre Kollegen da zu sein und eine sichere Abwicklung bei Problemen auf der Straße zu gewährleisten.